Moin und willkommen zu Sondersüchtig. Heute habe ich mal was ganz Besonderes für euch, denn ich habe tatsächlich mal was gefunden. Man glaubt es kaum, aber gerade ich hier in meinem Landkreis habe was gefunden. Ihr wisst, in meinen Videos erzähle ich immer von Buddelkarma und bei mir hat das Karma ordentlich zugelangt, hat mir echt den Fund meines Lebens zumindest beschert. Aber fangen wir vorne an und ich erzähle euch, wie es dazu gekommen ist. So, ich glaube, hier ist die Aussicht ein bisschen schöner als die Holzlatten. Gut, also, es war Samstagmorgen und ich bin aus der Nachtschicht gekommen. Unsere Nachtschicht geht Freitag nachts bis 2 Uhr. Und ich finde es halt immer schade, dass der Tag total im Arsch ist, weil um 2 ins Bett gehen und schlafen ist halt irgendwie, wenn man den Rhythmus von der Nachtschicht halt noch drin hatte, etwas blöd. Also, da ich wusste, dass am Freitag ein Dorffest in der Nähe war, bin ich natürlich dann mit meinem Detektor losgezogen. Es war so 5 Uhr morgens und habe Oberflächenfunde gesammelt. Leider fehlt dort die Ansage. Irgendwie hat die Kamera das nicht so ganz mitgekriegt, aber das macht nichts. Also Oberflächenjagd, Feuerzeug, bisschen Kleingeld und das gucken wir uns jetzt mal an. Die erste. Ey, Krokorken. Schade. Und 10. Und so langsam wird's doch. Tada. Kommt doch noch was. Sehr schön. Weiter geht's. Noch mehr hier. Und die nächste, was ist das hier? 20. Lange suchen hier. Da sind sie. Ja, und der kocht. Sehr cool. Ja. So, beste Beispiel jetzt dafür für den Camouflage-Effekt. Und zwar habe ich einen 52-53er Wert gehabt. Und jetzt passt mal auf, was noch in dem Scoop ist. Sieht man's? Oh, kann ich nach Paris fahren. Sieht aus wie der Eiffelturm. Nur anhand hier, ich glaube, das ist. Ja. Mach mal kurz scharf. So. Cool. Kommt in die Sammlung. So. Haben wir gleich den passenden Container für den ganzen Schrott hier. Also ganz so schlecht sieht es dann doch nicht aus. Und Das sieht nur aus wie neu hier. Stücke. 2 Feuerzeuge habe ich verschenkt an meinen Kumpel und das war meine kleine Runde. Wer sagt denn den Eiffelturm im Scoop? Wunderbar. So, jetzt kommen wir zur Hauptgeschichte. Moin und willkommen zu Sondersüchtig. Ich bin, auch wenn ich es nicht mehr wollte, nochmal auf meinem Maisacker. Ich habe meinen Kumpel nochmal nachgefragt. Er sagt, alles in Ordnung, wenn ich nochmal zwischengehe, weil es ändert sich ja nichts an der Tatsache, dass wir genauso viel Fläche haben wie vorher. Das heißt, wenn man mal hier guckt, also ich habe jetzt gedacht, ich laufe mal hier diesen Streifen hier hoch, hier diesen. Und mit dem Schwenken wird ein bisschen blöd, aber ich sehe, in der Mitte ist relativ flach. Ich war heute Morgen schon auf dem Spielplatz, aber da kam jetzt nicht wirklich was Besonderes. Morgen für Sonntag haben sie Regen angesagt. Also habe ich gedacht, wenn nicht heute, wann dann? Ich bin jetzt seit fast 24 Stunden wach, ich hatte Nachtschicht, aber ich finde das halt immer so eine Verschwendung, wenn man dann mitten in der Nacht nochmal schlafen geht und der ganze Tag ist im Arsch. Gut, wir fangen an. Also drückt mir die Daumen. Haha, drittes Loch und eine Musketenkugel. So kann es laufen. Ich bin zwar wieder Schrottsammler, aber alles schön. Sehr gut, weiter geht's.
Meine Fresse, jetzt habe ich schon gedacht, ich habe was richtig Geiles gefunden. Denn wenn man mal so guckt, sieht das aus wie ein Stück von einer Fibel. Aber wenn man so guckt, leider nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass ich jemals eine Fibel finden werde, aber es sah schon danach aus. Wer weiß, irgendwann. Naja gut, weiter geht's. Also hätte ich das gewusst, dass hier hinter der Reihe das niedriger ist, wäre ich nicht erst 2 Stunden nach vorne rumgerannt. Was zur Hölle sind das? Was für ein Zahnrad. Oder sowas in der Art. Ja, das wird irgendeine Art Zahnrad sein. Aber die Farbe irritiert mich halt total, ne? Mach's mal kurz sauber. Ja, immer noch keine Ahnung. Ich fotografiere es mal und dann mal gucken, ob jemand weiß, was das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mega alt ist. Obwohl es halt so aussieht. Das ist schon sehr präzise gearbeitet. Naja, wir gucken mal. Schon wieder so ein Ding. Muss ich nachher erstmal gucken lassen, was das ist hier. Gut, weiter geht's. Dann schau einer an. Ein Schärmchen. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber wie immer mitnehmen. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Und zwar, wisst ihr, ich war nur mit einem kleinen Buddelmesser unterwegs und habe ein Signal reingekriegt. Das wurde als relativ groß angezeigt und als relativ tief, also verhältnismäßig tief. Ich habe gedacht, naja gut, klingt halt wie eine Hülse oder in meisten Fällen ist das natürlich eine Bierdose. Also die klingen wunderbar, die Dinger, die kriegt ihr auch noch auf 40 cm rein, ungefähr, wenn ihr volle Leistung habt beim IT. Und ja, dann habe ich angefangen zu graben und habe das Ziel nicht ganz getroffen. Also ich kann im Nachhinein sagen, ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt, dass ich nur das kleine Messer mit hatte und keine Schaufel, denn ich garantiere hundertprozentig, ich hätte das Ding getroffen. Ja, seht selber, wo es lag und was es ist. Also, ich habe echt keinen Bock mehr, eigentlich das zu graben. Aber wenn man mal da guckt, es ist zumindest was Grünes. Ich habe mal ein bisschen dran rumgepupelt mit dem Pinpointer. Aber so langsam, es ist halt kacke, ne? Mit nur einem Buddelmesser. Wir sind jetzt, glaube ich, bei ungefähr 25 cm. Ich schaufel jetzt mal vorsichtig frei. Ich hoffe, es ist eine Münze. Gucken wir mal! Meine Fresse, ey. Also Münze ist es, glaube ich, nicht. Es ist ein bisschen größer. Ich habe das Messer weggelassen, bevor mich der Archäologe erschlägt, falls es wirklich irgendwas Cooles ist. Was ich jetzt mit dem Körper. Was ist denn das Scheißding? Ich melde mich gleich nochmal. So. Es ist auf jeden Fall irgendwas Altes, würde ich sagen. Ob es jetzt irgendwas Cooles ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Bronze. Man sieht hier Patina. Richtig schön grün. Speerspitze wird es ja wohl nicht sein. Die sieht anders aus. Weiß ich nicht, vielleicht. Obwohl, nee, ist glaube ich noch ein Stück vom Schwert oder so. Ich freue mich lieber erstmal noch nicht. Kann natürlich sein, dass es gar nichts ist. Ja. Ich werde es mal Markus Brücke zeigen aus dem Forum, der wird mir das wohl eher sagen können. Alles klar. Hätte ich in diesem Moment gewusst, was es ist, hätte ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, wäre übers Feld gesprungen, hätte mich bis zum Kopf im Sand eingegraben. Aber ich habe mir angewöhnt, mich nicht mehr so über Sachen zu freuen, die ich nicht kenne. Ich hatte eine Ahnung, ich war mir nicht ganz sicher.
Ich zeige euch mal ganz kurz, bevor ich erkläre, was genau es ist, eine Szene aus dem Freibad, wo ich mich im Nachhinein so geärgert habe, dass ich mir geschworen habe, ich freue mich nur noch, wenn ich weiß, was es ist. Also, wir gucken schnell rein und danach erkläre ich, was ich da tatsächlich in der Hand hatte. So, nach was sieht das aus? Na, was sieht's aus? Na Gott, ich hoffe es. Und wehe nicht. Oh. Nein! Doch, nein, was ist es denn jetzt? Hä? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Gold ist es nicht. Aber so ist das Spiel. Ich mach's sauber und dann zeige ich's. Was ich dort in meinen Händen gehalten habe, war ein Griffplattendolch aus Bronze, aus der Bronzezeit. Gut, ich natürlich dann erstmal, keine Ahnung gehabt, was genau das ist. Dann wurden mir Bilder gezeigt. Ich habe das Ganze währenddessen auf Facebook gepostet, bei den ehrenamtlichen Sondlern und so weiter, um halt mehr Details zu kriegen. Natürlich habe ich auch gleichzeitig Bilder zu meinem Archäologen geschickt. Der hat leider nicht so schnell geantwortet, wie mir lieb war. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt dann einen Tag später eine Nachricht bekommen von ihm. Grobe Einschätzung war ungefähr 2000 Jahre alt. Im Moment liegen wir nach seiner Beurteilung, ohne dass das Ding in Hannover war, zur Begutachtung, bei 3500 Jahren. Hallo, ein Dolch, der 3500 Jahre alt ist. Stellt euch das mal vor. Unglaublich. Das Schöne an dieser Geschichte ist wirklich, dass mein Archäologe gesagt hat, in meinem ganzen Landkreis ist nur ein einziges Schwert aufgetaucht. Ein Schwert und ich finde so ein Dolch und ich jammer immer rum, ich finde nichts. Da hat das Karma aber eine riesige Schippe aufgefahren. Ja, ich bin immer noch komplett hin und weg. Und dann war natürlich die Frage, was ich dann damit vorhabe, wenn es dann begutachtet wurde und gezeichnet wurde. Und da war natürlich schon der Wink mit dem Zaunfall für mich, dass das Ganze also zurückkommt, also nicht verschwindet für immer. Meine Antwort war dann, dass ich es halt ungern hätte, dass das schöne Stück in der Asservatenkammer verschwindet. Und bevor es halt da nur rumliegt, dann hätte ich es gerne genommen oder aber ins Museum bei uns gegeben. Und die Idee fand Herr Berthold natürlich super. Herr Berthold hat gesagt, gut, dann machen wir das so, dann gucken wir erstmal ganz genau, was es ist. Vielleicht können wir wirklich irgendwelche Erkenntnisse daraus gewinnen und übergeben das Ganze dann mit einem Pressetermin an das Museum. Besser geht's nicht. Der Vorteil an dem Museum ist natürlich, da sehen es Leute, die sich dafür interessieren. Im Bekanntenkreis merke ich immer so, die Leute haben echt gar keine Ahnung von dem, was ich da in der Hand halte und fragen eher so, was ist das wert, was kriegst du jetzt dafür? Und das ist No-Go, das geht gar nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich der allererste bin, der diesen Dolch seit 3500 Jahren in der Hand hat. Hallo? Was gibt es Geileres als... Naja, gut. Auf jeden Fall geht das Ganze dann später ins Museum. Meine Nadel kommt jetzt übrigens auch zurück, die ich eingereicht hatte. Mal gucken, wann sie kommt. Ich glaube, dann tauschen wir aus. Also Herr Berthold kommt hier aus der Nähe, der fährt ab und zu mal vorbei hier. Und dann machen wir, glaube ich, einen 1:1 Austausch. Ich werde also vorher noch ein paar Fotos machen, dass ich was für mich habe. Ja, wunderbar. Echt unglaublich. So, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Stellen wir uns mal vor, ihr seid illegal auf dem Acker unterwegs und findet das Ding. Ihr schmeißt es Gott sei Dank nicht weg, da ihr halt die Patina seht. Und was macht ihr in diesem Moment damit? Also wenn ich mir vorstelle, dass einer das nimmt und zum Beispiel wegschmeißt, weil er keine Ahnung hat, ist unglaublich. So, aber jetzt stellen wir uns vor, ihr wisst, was es ist. Was würdet ihr machen damit? Würdet ihr zum Archäologen gehen und sagen, Mensch, hören Sie zu, ich habe Scheiße gebaut, ich war illegal unterwegs, ich habe das dort und dort gefunden. Wäre natürlich der cleverste Weg, denn so verliert die Archäologie dieses Puzzlestück nicht. Oder hättet ihr gesagt, weißt du was, das Ding ist 3500 Jahre alt, ich versuche das zu Geld zu machen. Was natürlich der denkbar schlechteste Weg wäre. Schreibt es mal unten rein.
Ich weiß, dass viele von euch inzwischen legal laufen und ich freue mich auch immer, dass ich angeschrieben werde und gefragt werde und auch viele sich das NFG-Video angeguckt haben für Niedersachsen. Aber es gibt ja leider halt noch Leute, die illegal laufen möchten. Aber meine Frage ist halt, was hättet ihr gemacht? Ihr könnt es mir auch ganz gerne per Mail schreiben. Schreibt an Sonnelsüchtig und würde mich mal interessieren. Da ist das schöne Stück. Unglaublich. 3500 Jahre ungefähr. Wahnsinn. Also hier oben in diesen Löchern, das sind wohl die Haltelöcher, wo die Nieten drin waren. Und der Archäologe sagt, das könnte halt auch definitiv noch länger hier zugelaufen sein. Aber das wird sich wahrscheinlich leider nicht genau beschreiben lassen bzw. herausfinden lassen. Aber Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich. Also ihr seht, das Schöne an dem Hobby ist, wir wissen nie, was kommt. Ich wollte an dem Tag einfach nur den Sandscoop testen, den ich von nuggets24.de bekommen habe. Und es geht ja bald nach Cuxhaven, deswegen habe ich gedacht, mal gucken, wie das kommt, wie das funktioniert, ob das ja, schneller geht, wie es buddeln und dann kommt sowas. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt euch unterhalten gefühlt und ja, so ein Kracherfund wird es die nächste Zeit, glaube ich, nicht mehr geben. Es sei denn, ich finde den Rest, wenn der Mais weg ist, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, in diesem Sinne, ich bedanke mich, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da, macht beim Gewinnspiel mit und für euch immer gut Fund.